Der Tisch ist gedeckt. Wir sind eine sehr große Familie. Papa, Max, Vika, Caprice, hey, Benny, Mama. Nutella und Butter drunter. Gönne den. Schön. Wie willst du die Brüste machen? Was geht, Leute? Wir haben unsere Family am Start und essen heute wie die da hinten. Ja. Hey! 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 Was geht, Leute? Und herzlich willkommen zu einem neuen Video von uns beiden. Wie lange hat Bruder und Freunde, heute werden wir ein sehr, sehr, sehr geiles Video drehen. Und zwar, ihr seht schon im Hintergrund mit den da. Hallo! Hi, hi! Und zwar werden wir heute einen ganzen Tag so essen, wie wir essen würden, wenn wir den ganzen Tag zusammen verbringen würden. Und ich würde sagen, ich habe heftig Bock. Wir sind eine sehr große Familie. Wir sind eigentlich insgesamt 9 Leute. Rigi ist aber nicht da. Das ist unsere größte Schwester, die wohnt in Berlin. Aber die fehlt. Aber nicht schlimm. Wir sind jetzt hier vereint. Papa, Max, Vika, Caprice, hey, Benny, Mama. Wie geht's? Ich bin auch. Hallo. Der Tisch ist gedeckt. Es sieht einfach nur geil aus. Wir haben hier Lachs, Avocado, Butter, Brötchen. Wir haben hier einmal normale Brötchen, Vollkornbrötchen, Sesambrötchen. Mohnbrötchen haben wir auch. Wir haben hier Spiegeleier, wir haben hier einfach alles. Und ich würde sagen, wir labern gar nichts. Willi, 7 Kilo. Knoblauch. Knoblauch für Papa. Papa ist nämlich, was ist deine Nachspeise, Papa? Hallo, was? Knoblauch halt. Nein, nicht Knoblauch. Ich liebe nur Knoblauch. Und ich würde sagen, essen wir mal. So, wir fangen hier mit unserem kleinsten Brudi an, Benny. Der eine oder andere kennt ihn vielleicht schon. Benny, die Legende, was gibt's für dich am Anfang? Erstmal Spiegelei. Spiegelei ohne nichts, einfach nur Spiegelei und dann wieder aufstehen, nach Hause gehen. Genau. Okay. Was gibt's bei dir, Caprice? Ei. Ihr esst alle erstmal eine Spiegelei, oder was? Kombiniert ihr das nicht so zusammen? Papa macht richtig. Papa, bei dir gibt's direkt erstmal einen Butter auf der Schule, ne? Eben. Let's go. Das ist eine coole Brötchen, ne? Ja. Freunde, zieht euch mal dieses gute Stück rein. Mama hat gestern Abend noch Brot gebacken. Ich bin heftig gespannt, wie er schmeckt, aber ich glaube, wird gut. Weil, wie hast du es gemacht damit? Mit Hefe, Weizen und Mehl, weiß ich ja nicht. Ja. Und Freunde, als erstes gibt es jetzt mit Mama selbst gebackenem Brot Mamas Special Avocado Toast, Brot, Brot, also sonst machen wir was auf Toast, aber jetzt auf Brot. Auf jeden Fall haben wir hier unten, was haben wir da, Mama? Erklär mal. Heute Frischkäse, Avocado, Knoblauch und Pfeffer. Richtig geil, also wenn ich das selbst mache, schmeckt es nicht so gut. Ich weiß, was sie macht, was sie anders macht, aber taste it. Hm? Du hast so gemacht, cut the cameras. Eigentlich mag ich Avocado nicht so krass, aber auf diesem Brot, wenn Mama es macht, liebe ich es, ja. I sonst mag ich das echt nicht so. Ja, I too. Ich auch. Me too. Mewtwo. Mewtwo. Benni, kannst du mir mal sagen, wie dein Brötchen ist? Mit Butter. Ja. Mit Leberwurst. Ja. Mit, wie heißt das? Lachs. Und mit Knoblauch. Schmeckt? Ja. Geil. Schon eine wilde Kombi. Schon echt wild. Danke. Surf und Turf angeregt. Guten! Danke. Okay, Freunde, das ist doch kriminell, was Arthur gerade macht, oder? Oder auch. Ja, also jetzt im Guten oder im Schlechten? Ich weiß nicht. Ja. Das sollen die Zuschauer bewerten. Nutella mit oder ohne Butter? Also, ich muss sagen, es schmeckt beides sehr gut, aber mit Butter ist nochmal so dieser andere Cheat. Ja, ich esse auch lieber mit Butter. Mit Butter besser? Ja. Hm. Was sagt ihr? Vika, Max? Also ich finde Butter ohne schlechter, aber nee. Ohne Butter? Ohne. Ohne. Alle ohne, außer Papa und Arthur. Papa, was sagst du immer bei Nutella, wenn man schmiert? Da muss schon was drauf. Ja, Mann. Wird gemacht. Bob. Freunde, taste den. Schön einfach ein weißes Brötchen, Schnittbrötchen mit Nutella und Butter drunter. Gönne den. Zu wild einfach, ne? Krank. Ich
habe das Lied nicht ausgewählt. Das war meine erste Runde, die ich jemals gespielt habe. So, Freunde, jetzt sind die Kaffeetrinker am Tisch versammelt. Was hast du? Kaffeeschock. Spaß. Kaffeeschock. Tschüss, Mama. Jetzt gibt's erstmal ein Käffchen. Verdauungskäffchen, ne? Stößchen. Wo geht's jetzt für uns hin? Nochmal. Training. Gym. Gym Time. Was trainieren wir, Vika? Was trainierst du? Ich trainiere Pull, die anderen Push. Oh yes. Und zwar fahren wir jetzt ins Gym. Vika, Max und Arthur sind am Start. Also wir vier, die anderen bleiben zu Hause. Und was macht ihr in der Zwischenzeit, Papa? Wir? Ja. Bisschen aufräumen draußen. Bisschen aufräumen draußen. So, ich würde sagen, let's go. Wow. So, Freunde, vor dem Training gibt es erstmal einen Booster vom MyProtein. Wenn ihr auch Supplements braucht oder irgendwelche Snacks, dann könnt ihr sehr gerne unseren Code benutzen. Mit Engel spart ihr immer viele Prozente. Viele Prozente. Und wenn ihr uns unterstützen möchtet, gerne über den Link. Für uns geht es jetzt auf jeden Fall ab auf die Fläche. Ab auf die Fläche, Freunde. Und trainieren. Let's go. Geschmack-Empfehlung, ein Booster, Freunde. Eine ganz klare Empfehlung hier. Rainbow Candy mit Zitronin extra dazu. Chuck gesehen. 10 von 10, let's go. Jap, you can't ignore it. I'm transforming now these cars and planes. I'm always boarding. Just out touring down in Charlotte like I play for Hornets. When I'm performing, never boring. Now you can't afford it. Champagne Perrier, finished friends on my face. Looking like I'm from the deep. These no Cartiers. Pockets deep, 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 bro. I can make it in my seat, bro. Do you, I'm doing me. Hello. Hallo, das Training läuft sehr gut, Freunde, aber ich würde sagen, das reicht jetzt mit Gym. Wir sehen uns bei der nächsten Mahlzeit. Ich bin nur dein Kopf. Und ja, tschüss. Oh, Mama, schön. Hast dein Outfit gewechselt? Ja. Zeig mal. Geil. Schon. Was gibt's jetzt? Schaschlik. Yes. Ja, Brother, was hast du gemacht mit den anderen? Spießen. Und jetzt spießen? Was spießen? Schaschlik. Schaschlik aufgespießt. Ja. Und jetzt kommt das auf den Grill und dann? Und dann eaten. Dann eaten. Hast du Hunger? Ja, aber ich spring noch im Pool. Vor dem Essen? Wie viel Grad ist es gerade? Oder nach dem Essen? Warte. Man kann gucken. Nee, vor dem Essen und nach dem Essen. Es ist gerade 20 Grad. Aber Grill läuft auch schon, Brother. Und ich würde sagen, let's go. Okay. Hallo. Hi. So. Was geht? Hast du Hunger, Papa? Ja, richtig. Ja, so Hunger, dass man nicht mehr reden kann, ne? Kennst du das? Ja, genau. Auf einem bestimmten Hungergrad, da denkt man sich so, da ist man nicht abgefuckt, sondern dann denkt man sich so, ja. Wird so übel ein bisschen. Ja, ja, übel sogar? Mhm. Oh, oh. Freunde, ihr habt's gehört. Wenn Papa übel wird, dann muss jetzt das Grillen auf jeden Fall beschleunigt werden. Aber wie machen wir das? Wie beschleunigen wir das Grillen? Geht einfach gar nicht, ne? Schneller grillen. Okay. Freunde, eine Sache darf beim Schaschlik-Essen nicht fehlen, und zwar die Zwiebeln. Aber nicht einfach irgendwelche Zwiebeln, das sind spezielle Zwiebeln, ne, Mama? Ja. Was ist da alles drin? Essig, bisschen Salz, bisschen Zucker. Zucker? Zucker in Zwiebeln? Ja, ganz bisschen. Ja, Pfeffer. Pfeffer. Fertig. Fertig. Und Freunde, wer es noch nicht probiert hat, müsst ihr unbedingt beim nächsten Mal grillen ausprobieren, wenn ihr Zwiebeln mögt. Das sind immer noch. Wenn ihr Zwiebeln mögt, dann auf jeden Fall ausprobieren. Wenn ihr sagt, ja, Zwiebeln nicht so lecker, dann macht das keinen Sinn. Aber vor allem, wenn man die großen Zwiebeln nimmt, ne, diese bisschen frischeren, süßeren, das ist noch besser, ne? Mhm. Oha. Mega gut. Was? Und zum Schaschlik gibt es Mamas Spezialität, und zwar Kompott bestehend aus Apfel, Birne. Ja. Das war's. Das war's.
Delicious. Boah, schmeckt so geil, ne? Lecker. Baby. Der ultimative Geschmackstest. Wir nehmen erstmal hier einen Spieß und dazu direkt die Zwiebeln. Fleisch, perfekt durch. Ist gut. Diese Kombination ist einfach traumhaft, Freunde. Fleisch sehr zart. Ich? Optimal. Super. Wie immer. Ja, ist gut. Immer verschieden. Gut gemacht. Womit hast du mariniert, Papa? Ja, wie sonst immer mit Tomaten, Mann. Nur Tomaten? Nee, das dauert zu lang, wenn ich kann. Nein, sag einfach Tomaten, Essig. Nee, Essig nicht, nein. Tomaten, eingelegte. Zwiebeln, ja, eingelegte Tomaten, Zwiebeln, ja, Pfeffer und was auch immer. Pfeffer, Gewürze, Salz, auch, ne? Ja, und Salz sowieso. Klar. Ja. Ja, und Puttenfleisch. Ja, und du, wie sagst du? Und Zwiebeln. Zum, hat er gesagt. Und Öl. Und Öl. Ja, Öl auch. Wieder Öl. Und? Lecker. Gut. So, Freunde, aber ich lasse mich nicht lumpen, ich probiere selber und gucke, ob das Ganze auch den Test besteht. Boah. Beste Beschäftigung. Boah. Guck mal, wie zart das ist, ne? Mmh. Immer anders, aber immer gut. Ich würde sagen, essen wir mal. Bei uns gibt es sehr, sehr häufig, eigentlich immer, nach Schaschlik Arbus, aka Wassermelone. Deswegen gibt es auch heute Wassermelone. Boah, was machst du für Stücke? Was ist das denn? Hallo, das sind die Baba-Stücke. Ja, ich würde sagen, wir sehen uns, wenn Vika die Stückchen. Guck mal bitte schnell. Alter! Ich muss nur dreimal halbieren, ne? Ich egal. Wenn sie fertig ist, mit Schneiden. So, Freunde, wie schmeckt die Wassermelone? Mega. Ja? 1A. Jupp. 1A. Das Wichtigste ist, bei Wassermelone hat sie schön fruchtig sind und saftig. Fruchtig und saftig, ist das Wichtigste. Sag ich nix. Boah. Ist sie gut? Das liegt nur am Schneiden, glaube ich, von Vika. Safe. Vika? Das stimmt. Das liegt nur, weil du geschnitten hast. Ja. Weil du hast alles perfekt. Aber Mama geschnitten. Aber schneidet jetzt noch nach. Ach so, ja, okay. Ich würde sagen, ich probiere auch noch. Okay. Ja, die kann was. Hat was. So, Freunde, das soll es auch mit dem Video gewesen sein. Eigentlich, was heißt eigentlich, manchmal, je nachdem, wie lang sich der Tag zieht, würden wir vielleicht eventuell jetzt noch Blinchiki machen, aber wir haben uns dazu entschieden. Wir haben gerade was Süßes gehabt und wir brauchen jetzt nicht unbedingt was. Also Blinchiki sind Pfannkuchen, ne? Ja. Pfannkuchen-Krebs. Mit was essen wir jetzt meistens? Gizgushonka. Und? Gezuckert und Senf. Nutella. Nein, Gizgushonka. Marmelade. Und? Gizgushonka. Essen. Und? Butter. Gizgushonka. Und Milch dazu. Milch. Chai. Milch oder Chai, genau. Auf jeden Fall. Mag ich nicht. Genau, wenn ihr ein Part 2 sehen wollt, wie wir noch essen mit der ganzen Farm, könnt ihr sehr gerne in die Kommentare schreiben. Hättet ihr Bock darauf? Ja. Hey. Ja. Auf jeden Fall, wenn euch das Video gefallen hat, würden wir uns über einen Daumen nach oben freuen, über einen Kommentar und über ein Abonnent. Über ein Abonnent. Sehr gerne. Alright, Leute, ich würde sagen, bis zum nächsten Mal.